Sind wir LGBTQ+ freundlich? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Und ich habe die Frage gestellt bekommen von Google. In unserem Google-Firmen-Account können wir verschiedene Sachen angeben, wie unsere Öffnungszeiten und so weiter. Und zum Beispiel auch, ob wir eine Behindertentoilette haben, aber auch, ob wir LGBTQ+ freundlich sind. Und ich finde, irgendwie habe ich die Frage so ein bisschen als Beleidigung empfunden, denn wenn ich mir angucke, wie ganz multikulturell vor allem auch, wie unterschiedlich die Lebensentwürfe unserer Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer der letzten 10 Jahre sind. Wir haben Leute dabei, die leben mit 3 gleichgeschlechtlichen Paaren zusammen in so einer Art Kommune, denen haben wir ein Haus finanziert. Wir haben Kunden, die haben nirgendwo einen Termin bekommen, weil die haben im Gesicht alles voll tätowiert. Da hat jede Bank gesagt, nee, sorry, machen wir gar keinen Termin. Die haben bei uns natürlich ihr Darlehen bekommen. Oder die auch Berufe haben, die jetzt vielleicht nicht jeder so super toll findet. Bei uns zählen nur, kann sich jemand das Darlehen leisten? Ist die Sicherheitenlage so, dass das machbar ist? Und das ist das Einzige, wonach bewertet wird, welche Ansichten jemand hat, welche Einstellungen, welche Gesinnung oder wie jemand sein Sexualleben gestaltet, spielt bei uns keine Rolle. Also wenn Sie LGBTQ+ sind, sind Sie natürlich auch als Darlehensnehmer bei uns sehr herzlich willkommen.